Der Duden definiert Lifestyle als charakteristische Art, das Leben zu gestalten. Dieser eigene Lebensstil sollte dann ja eigentlich Hand in Hand mit den eigenen Prinzipien und Glaubensansätzen sein. Wer will schon ein Leben führen, das nicht nach seiner Nase geht? Das alltägliche Leben lädt aber dazu ein, sich tragen zu lassen. Sich tragen zu lassen von all den bequemen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Zum Beispiel sei es von A nach B zu kommen oder einfach schnell etwas essen zu wollen. Wir sind blind vor dem Alltagsstress, alles unter einen Hut zu bekommen. Arbeit, vielleicht Uni, Essen auf den Tisch bringen, Wohnung einigermaßen sauber und aufgeräumt halten, Sozialleben pflegen, dann noch Bewegung, Sport, auf Schlaf achten, Hobbys und Co. Wir verlernen, auf unsere Körpersignale zu hören. Hauptsache, so viel wie möglich geschafft bekommen in natürlich dementsprechend kürzester Zeit. Bei dem allen sich nicht überfordert zu fühlen und in einem mit seinem Körper zu leben, ist wirklich eine Kunst. So, warum denke ich, dass ich noch nicht den passenden Lifestyle gefunden habe? Sagen wir es einfach so. Organisatorisch mäßig bekomme ich wirklich viel unter. To be honest, ich liebe es auch einfach, wirklich auf Trab zu sein, hier und da zu sein, auszugehen, zu arbeiten und nebenbei mein Studium zu haben. Wirklich einfach das Leben zu leben, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und Erinnerungen zu machen. Nur leider gefällt das meinem Körper nicht ganz so gut. Ich merke halt einfach jetzt so nach einiger Zeit, wie sich ein paar meiner Angewohnheiten eher meine Gesundheit fordern, als dass sie meine Gesundheit fördern. Und am Ende des Tages ist mir diese, also meine Gesundheit, wirklich am wichtigsten. Ich kann Lieder davon singen, sich nicht fit und vollkommen gesund zu fühlen. Seit Ewigkeiten beschäftige ich mich nun mit meiner eigenen Gesundheit aufgrund meiner ganzen Magen- und Darmprobleme. Du kannst dir wirklich gar nicht vorstellen, wie energieraubend und frustrierend das Ganze ist. Ich habe angefangen, mit dem Problem tatsächlich auch einfach zu leben und sie teils zu ignorieren, was auch einfach nicht Lösung ist. Wirklich, ich sag's dir, ignorieren, da kommst du halt auch einfach nicht weit. Über die Jahre habe ich mir einen aktiven Lebensstil angewöhnt mit regelmäßigem Sport und einer ausgewogenen Ernährung. Vor allem, weil ich so viel Zeit und Energie in solche Angewohnheiten stecke, ist es mir über die Zeit immer einfacher gefallen, einfach meine Probleme, also meine immer noch präsenten Probleme zu ignorieren. Man fängt halt irgendwie an, damit zu leben, weil man denkt, man macht ja schon so viel, vieles Aktives für seine Gesundheit, aber letztendlich hat man am Ende des Tages halt immer noch nicht genau das Richtige für sich gefunden, wie das halt eigentlich, wie dein Körper funktioniert, weil letztendlich, wenn du immer noch Probleme hast, heißt es, dass du immer noch irgendwas verbessern kannst oder was anders machen kannst. Durch viele Tests und Untersuchungen hat sich aber herausgestellt, dass all meine Symptome von einem psychisch-somatisch bedingten Ursprung sind und sich durch meinen Reizdarm wirklich einfach extrem ausprägen. Was heißt das Ganze? Ja, also meine ganzen körperlichen Beschwerden lassen sich nicht auf eine eindeutige Ursache zurückführen, sondern haben ihren Ursprung in der Psyche. Das ist halt krass, ich habe wirklich richtig, richtig viele Tests jetzt auch ernährungstechnisch durchgeführt, auch mit meinen Unverträglichkeiten, mit Zöliakie, mit Histamin, mit Laktose, Fructose steht auch noch auf dem Plan, aber alles wurde negativ getestet. Und es ist krass, wie sehr die Psyche und der Körper wirklich eng in einer Beziehung stehen. Besonders wenn es um Verdauungsprobleme geht, steht hier die Darm-Hirn-Achse im Vordergrund. Der Darm und das Hirn stehen im Dauerzustand in Verbindung, kommunizieren miteinander und tauschen dementsprechend Botschaften aus. Vor allem, wenn es um Stress geht, habe ich gemerkt, dass wirklich das einfach der Hauptauslöser meiner Probleme ist. Nur leider kann der Körper nicht unterscheiden zwischen gutem und bösem Stress. Zum Beispiel von gutem Stress vom Sport und bösem Stress,
wenn es um Sorgen, keine Ruhe oder Angst oder sowas geht. Stress ist Stress für den Körper. Und wenn dementsprechend viel Stress in deinem Körper ist, egal von welcher Quelle, ja, leidet der ein oder andere mehr oder weniger darunter. Morgen geht's aufs Hurricane. Ich bin gerade dabei zu packen. Ich bin so hyped. Ich habe mir natürlich auch 3 Tage Proviant mit eingepackt, damit ich habe keinen Bock, da irgendwie so viel Geld auszugeben, damit ich versorgt bin. Und jetzt bin ich gerade dabei, einfach mal meine ganzen Sachen aufzuladen, ne? Und alles in meinen Rucksack zu bekommen. Geil. Ich freue mich richtig, richtig drauf. Yay! Also Uni, Arbeit, Responsibilities halten mich nicht davon ab, trotzdem eine gute Zeit zu haben. Also ich probiere halt wirklich einfach im Moment das Beste aus meiner Zeit zu machen und nicht zu viel nachzudenken. Am Ende kriegt man es irgendwie sowieso hin, so klar. Ich habe jetzt in 3 Wochen eine Präsentation und in 2 Wochen eine Abgabe, aber who cares, ne? Also so ganz ehrlich, wenn man Zeitmanagement hat und irgendwie so ein bisschen sein Leben durchplant, dann kriegt man halt Festivals auch hin, ne? Also Festivals hier im Sinne einfach von allgemeinen Sachen gemeint, die du unbedingt machen möchtest. Also sei es jetzt auch einfach allgemein, keine Ahnung, ausgewogener sich zu ernähren oder mehr Sport zu machen, um an zu denken, dass man keine Zeit dafür hat. Am Ende zählt die Planung. Alles ist eine Kopfsache, alles ist eine Management-Sache, ne? Also was sind deine Prioritäten? Wie strukturierst du ja dein Alltag, ne? Das sind Sachen, die so viel Einfluss darauf haben, was für Sachen du letztendlich geschafft bekommst, ne? Also am Ende des Tages habe ich mir auch einen Lernplan gemacht. Die Sachen, die ich jetzt vor dem Festival machen wollte, habe ich gemacht. Also morgen fahre ich erst um 13 Uhr mit dem Zug hoch. Das heißt, morgen habe ich auch nochmal 2 Stunden geplant. Ich habe morgen dann alles geschafft, was ich schaffen wollte, dass ich halt dann auch einfach problemlos so eine Sachen halt dann genießen kann. Ne? Also ich habe jetzt in den nächsten 3 Wochen 2 Festivals geplant. Whoop. Und dementsprechend die anderen Tage, die ich dann wieder hier zu Hause bin, widme ich dann auch meinen anderen Sachen. So, das heißt dann halt einfach ab morgen eine kurze Auszeit genießen. Einfach nichts machen können, weil ich ja keinen Laptop oder sowas mitnehme. Was halt ganz geil ist, dass Wertsachen nicht willkommen sind. Und ja, einfach. Ich sag's dir, mach einfach. Mach einfach mehr. Mach mehr. Kann ich mir fett auf die Stirn schreiben und keiner wird's machen. Aber ich rat's dir einfach so. So, wenn es dich interessiert, was ich so an Essen mitnehme, also ich habe halt so von Bonduelle so diese Lunch Bowls, die sind ganz geil, weil die sofort eigentlich fertig sind, ne, so Quinoa, Kichererbse, Karotte. Und dann habe ich dann noch Thunfisch, ne, und dann habe ich noch eine Kartoffelsuppe da drin. Ich packe die halt so ein, ne, dass die nicht, ich habe mir voll angewöhnt, nett zu sagen, wieder. Hier noch Tomatensuppe, Limettensaft für Drinks und dann habe ich hier eine fette Müsli-Mischung. Ich hole mir noch morgen früh, bevor es losgeht, eine Hafermilch, dass ich das halt einfach damit essen kann. Dann wollte ich mir noch einen Tofu auch noch morgen holen, weil dann habe ich halt, hier habe ich noch so eine Linsensuppe. Das Pure ist halt für die beiden Suppen, das Brot, ne? Ne? Und dann habe ich für die Tomatensuppe noch einen Reis. Wir haben halt einen Campingkocher, das heißt, ich kann mir das zusammen einfach warm machen, so ein paar Riegel. Also es soll halt richtig warm werden, aber ich hatte trotzdem Bock, irgendwie so Riegel mitzunehmen. Ich hoffe, sie überleben ein bisschen, Aufstrich, ein paar Snacks und genau, das müsste eigentlich 3 Tage richtig gut aushalten, plus halt Alkohol, ne? Das heißt, Energie ist auf jeden Fall da.
fange nicht von null an, mir den passenden Lifestyle irgendwie aufbauen zu wollen und gesunde Angewohnheiten anzugewöhnen, sondern ich bin halt einfach gerade dabei, all diese Angewohnheiten in der richtigen Menge zu integrieren, um mein System bloß nicht zu überlasten und um langzeitig happy und healthy zu sein. Dass ich meine Gesundheit nicht fordere, sondern wirklich fördere. Dazu zählt, die richtige Sportroutine finden. Weiterhin auf der Suche nach den Lebensmitteln, die ich weniger gut vertrage, meinen Schlaf priorisieren und wo ich mich jetzt extrem viel reingelesen habe, ist die Stimulierung meines Nervus Vagus durch Atemübungen und Meditation, um wieder ein bisschen, ja, mein ganzes System runterzubringen. Das Ding ist, jeder ist immer auf der Suche nach einem Hack oder einem Quickfix. Und ich kann dir auch sagen, ich bin da auch sowas von Opfer von. Die Magie, die wir aber suchen, liegt in der Arbeit, die wir vor uns herschieben. Ich kann mir wirklich ein Leben ohne Blähbauch und Verdauungsbeschwerden nicht vorstellen. Wie traurig ist denn das bitte? Was hilft dagegen? Ja, einfach so lange wirklich weiterkämpfen, bis das Eis gebrochen ist. Man hat Tage oder auch längere Phasen, in denen man sich down und machtlos fühlt. Man fühlt sich nicht so, als ob man die Dinge machen sollte, die man eigentlich machen sollte. Lass aber wirklich kurzfristige oder kurzzeitige Gefühle nicht deine langzeitigen Entscheidungen beeinflussen. Es geht darum, die Mehrheit der Male die Entscheidungen aufgrund von den eigenen Prinzipien, Zielen, Glaubensansätzen, Wünsche zu machen. Kurzzeitige Gefühle lügen nämlich und suchen immer nur nach einer kurzfristigen Lösung, die dir in dem Moment hilft, aber langfristig vollkommen außen vor lässt. Während wenn man den Kopf steif hält, Arschbacken zusammenkneift und sich vor Augen hält, warum man das Ganze eigentlich macht und so viel Energie und Zeit da reinsteckt, dass es sich dann irgendwann hoffentlich extrem auszahlen wird. Auch wenn ich immer noch mitten im Prozess bin und so viele Dinge probiere herauszufinden, weiß ich, wie weit ich jetzt schon gekommen bin und spüre irgendwie ganz tief in mir drin, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe schon lange davon losgelassen, irgendwie schnell vorwärts kommen zu wollen und habe mich immer mehr auf den Prozess eingelassen. Ich weiß, dass ich gerade alles probiere, meine Probleme an der Wurzel, ne, das ist Hauptfokus auf der Wurzel und nicht nur oberflächlich lösen zu wollen. Und dann kann man halt auch einfach nichts mehr anderes machen, als sich ein halb volles Glas einzuschenken.